Der Flughafen Stuttgart ist von den für morgen angekündigten Pilotenstreiks nicht betroffen. Von dort gäbe es keine Langstreckenflüge von Lufthansa. Die täglichen Flüge von Lufthansa von und nach Frankfurt am Main sowie von und nach München sollen planmäßig starten. Wie und ob die Passagiere dann weiterkommen können, werde in Frankfurt oder München geregelt. Die Pilotenvereinigung Cockpit will von 8 Uhr bis Mitternacht auf allen Lufthansa-Langstreckenflügen ab Deutschland streiken. Es handelt sich um den 13. Streik im seit April 2014 laufenden Tarifkonflikt.